Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, sage ich diesmal. Also es ist nicht diesmal eine ganz normale Farming Simulator oder eine Fortnite-Runde, wie es jetzt kennt. Nein, sondern diesmal, ja, ein Erklärvideo. Also, wie man Hühner füttert und wie man mit ihnen umgeht. Erstens geht ihr in dieses Menü. Da ist ganz viel, zum Beispiel Wetter. Da geht ihr mal ganz drauf. Da soll sowas sein. Dann kauft ihr ein beliebiges Land, wo ihr halt euren Hühnerstall hinbauen wollt. Ja. So, bitte sprich. Dann geht ihr beim Händler rein. Also dann am besten an das. Dann müsst ihr auf diese drei Striche jetzt aufbauen. Leute. Dann müsst ihr noch auf Tiere. Dann halt welche ihr haben möchtet, im Zufall Hühner. Dann kauft ihr irgendeinen Hühnerstall. Ich kaufe jetzt einfach mal den Standard-Hühnerstall. Ja. Und jetzt ist Teil 2 halt eigentlich, wie man sie füttert. Wissen wahrscheinlich einige von euch nicht. Bei den Anhänger ist da raus. Und dann ist da so eine Box. Unter den Anhänger-Symbol ist ein Box-Symbol. Dann geht ihr auf Big Bag Paletten oder auf Big Bags. In dem Fall kaufe ich jetzt euch mal beides. Kann ich euch zeigen. Hier zum Beispiel. So. So. Kaufe ich mal ein paar. Ja. Und dann werde ich euch vielleicht mal. Vielleicht könnt ihr einen Gabelstapler nehmen. Ihr könnt auch gerne andere Dinge nehmen, zum Beispiel einen Traktor oder so. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal in dem Fall den hier. Der sieht mir ganz toll aus. Hühner kaufen. Da gibt es da so ein Symbol. Da müsst ihr das Teammenü öffnen. Das wird eh bei euch angezeigt. Euch. Ja. Da also sind jetzt die ganzen. In dem Fall kaufe ich jetzt einfach mal ein paar. Ich kaufe jetzt einfach mal das Maximum. Ich kaufe einen Hahn. Und mal. Ah. Ja, die ganzen Hühner. So, jetzt muss man. Hier lernt man dann das ganze Weizen rein. Bei diesem Anhänger-Symbol. Wenn die Hühner voll sind, also, nee,
Also wenn das Futter bei Ihnen voll ist. Übrigens, ihr könnt auch gerne wieder ins Menü, wo ihr also die ganzen Länder kauft. Und da müsst ihr dann zu dem hier, Tiere. Da seht ihr dann auch, wie viel Getreide sie haben und wie viel. Ja, jetzt müsst ihr warten. Oder ihr könnt auch einfach wieder ins Menü gehen. Ins vorletzte runter, also ins ganz, ganz letzte runter. Dann 2 rauf. So ist es gut. Dann steht also automatisch der Speicher in der. Da müsst ihr eines runter, dann steht Zeitskalierung und da müsst ihr auf die Zeit. Also ihr müsst nicht, aber ihr könnt auch gerne abwarten, aber ich mache es jetzt mal in dem Fall, falls es nicht ist. Ja. Und hier sollten dann auch gleich die Eier. Bereich hier. Ja, hier, schau. Die Palette kann mit 1 mit 8 zu welchen Dinger. Ihr könnt auch, wenn ihr da so rauf geht, dann seht ihr rechts unten zum Beispiel Hühnerweide oder Palette. Und Palette, da seht ihr dann, wie viel Eier da sind. Ja. So geht's dann mit den Hühnern. Also wenn euch die Folge wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Ja, und hiermit verabschiede ich mich, Leute. Also dann, ciao!